Hi und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Wir werden heute mal ausnahmsweise kein Design zusammenarbeiten. Ihr habt mich auf Instagram nämlich ganz oft gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen kann, in dem ich zeige, was so meine Top-Gegenstände im Alltag sind, das heißt im Studioalltag. Und das machen wir jetzt heute zusammen. Ich habe hier schon ein paar Sachen vorbereitet und wir gehen die jetzt einfach mal zusammen durch. Starten möchte ich aber mit den absoluten Basics, mit meinen Nagelfeilen. Ohne die geht natürlich gar nichts, in keinem Studio. Viele arbeiten ja mit Wechselfeilblättern, ich komme damit leider absolut gar nicht zurecht. Ich brauche diese Dicke von den Feilen, um sie richtig in der Hand haben zu können. Ist ein bisschen schade, weil natürlich Wechselfeilen einfacher zu desinfizieren sind, aber wenn ich damit halt leider nicht zurechtkomme, dann nützt mir das Ganze nicht viel. Deshalb arbeite ich gerne mit den Feilen von ABC Nail Store. Die sind super langlebig, ich finde, die liegen gut in der Hand und ich benötige dafür tatsächlich drei verschiedene. Einmal benötige ich den Decreaser, das ist eine 100 auf 100 Grit Körnung, das heißt, die ist sehr grobkörnig und mit der arbeite ich zum Beispiel in meinem Speed Refill, in dem ich ja gar keinen Fräser benutze, die oberste Schicht meiner Farbe ab. Außerdem benötige ich einmal den Former, das ist eine 150 auf 150 Grit Feile, die ist also etwas feiner, immer noch aber relativ grob. Mit der arbeite ich eben auch gröbere Dinge aus, also damit trage ich Farbe oder Aufbau ab. Und mit dem Exacta, das ist die 180er Körnung, mache ich alles, was auf dem Naturnagel passiert. Das heißt, damit mattiere ich meinen Naturnagel an, damit entferne ich auch die Nagelhaut, dazu habe ich euch auch schon mal ein Video gemacht. Und den hier liebe ich total. Also der Exacta darf bei mir im Studio auf gar keinen Fall fehlen. Ist im Endeffekt einfach eine 180er Feile. Ich mag sie aber sehr gerne. Ich finde, die Kanten sind perfekt für meinen Bedarf und ich komme mit der einfach super zurecht. Abgesehen von den Feilen brauche ich immer einen Bufferblock. Und zwar einen mit einer abgerundeten Kante. Und den gibt es leider nur bei einer einzigen Firma, die jetzt mittlerweile pleite gegangen ist. Also wenn ihr Bufferblöcke mit so einer abgerundeten Kante kennt und ihr wisst, wo man die bestellen kann, in einer guten Qualität, bitte schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare. Ich suche nämlich immer noch verzweifelt nach einem Ersatz. Warum mag ich diese abgerundete Kante? Die anderen sind relativ scharf, die sind gerade, wie ihr sehen könnt. Aber die eine Kante hier ist abgerundet. Die mag ich besonders gerne, weil ich diesen Bufferblock immer benötige, um meine Feilschritte nachzugehen. Das heißt, ich feile mit meiner Handfeile den Aufbau glatt und in Form und mit diesem Block hier gehe ich dann die Schritte nochmal nach. Das heißt, ich gehe auch so richtig schön in die Kanten meiner Nagelhaut rein und dafür ist diese abgerundete Seite halt einfach phänomenal. Ja, also wenn ihr dann einen Hersteller wisst, bitte spammt mir die Kommentare voll, damit ich mich da durchprobieren kann. Der, wo ich den nämlich bestelle, ist leider insolvent gegangen. Und ja, ich suche händeringend nach einem guten Ersatz. Weiter geht's mit den Basics. Bitte wundert euch nicht, ich filme gerade mit der Hand. Das heißt, es ist etwas wackeliger. Das ist mein Fräser. Der ist von Tritor. Den habe ich mittlerweile seit, fünf Jahren ist der jetzt in Gebrauch. So sieht das Handstück dazu aus. Und ich finde den wirklich spitze. Der macht mir im Studioalltag alles mit. Der ist ständig in Betrieb und läuft seit 4 Jahren ohne Probleme. Den und alle anderen Produkte verlinke ich euch natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Weiter geht's mit einem meiner liebsten Fräserbits. Das ist der Prep von ABC Nail Store. Der hat so eine Tonnenform bzw. sieht aus wie ein Zylinder und ist oben gerade. Mit dem kann ich nämlich so richtig schön in die Ränder meiner Nagelhaut gehen und mir den Naturnagel perfekt vorbereiten. Wenn ich denn mit einem Fräser arbeite und nicht mit meiner normalen Feile, dann liebe ich den heiß und innig. Ich benutze auch gerne noch ein paar andere Fräserbits, die kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Zum Vorgrund benutze ich eben gerne den Prep. Und dann, wenn es nochmal richtig gründlich werden soll, gehe ich mit diesem Bit hier, mit dem Spitzen, nochmal nach. Damit kann man sich so richtig schön eine Tasche im Nagelbett schaffen und jede restliche unsichtbare Nagelhaut noch wegnehmen. Und mit dem Kugelbit hier gehe ich manchmal die Ränder der Nagelhaut nach, um so ein bisschen ausgefräste Kanten auszugleichen und nutze das nochmal, um so ein bisschen restliche überstehende Nagelhaut zu entfernen. Auch noch interessant zum Thema Fräserbits ist mein Ziegenhaarbit. Mit dem kann man sich nämlich schön den Staub aus den Rändern holen, wenn man fertig ist mit der Modellage. Und was auch absolut nicht fehlen darf, ist mein geliebter Baumwollhandschuh. Bitte, bitte steinigt mich nicht. Der sieht völlig fertig aus.
Letztes Wochenende habe ich den erneuert und habe dann mit dem meine Kunden vorm Lockdown durchgezogen. Und ja, ich glaube, der Handschuh spricht Bände, was an diesem Wochenende abging. Der ist durch, der ist fertig mit dem Leben, aber trotzdem mag ich die total gerne. Ich muss auch wieder nachbestellen, sonst hätte ich euch einen neuen zeigen können, aber ich habe keine mehr. Deswegen Baumwollhandschuh. Wofür benutze ich den? Ich ziehe den an der rechten Hand an. Wenn ich nämlich feile, habe ich mit dem hier ein viel besseres Gefühl für die Feile. Das heißt, ich habe einfach besseren Grip. Ich halte die Feile dann mit rechts und da habe ich auch den Baumwollhandschuh drauf. Mag ich total gerne, fühlt sich besser an für mich wie ein Gummihandschuh. Und noch ein Vorteil ist, wenn ich feile und den anhab, dann kann ich damit immer mal wieder über den Nagel wischen, um Staub zu entfernen, ohne dass ich jetzt meine Feile weglegen und eine Bürste holen muss. Das ist einfach praktisch für mich im Studioalltag. Genau, deshalb mein vom Leben gezeichneter Baumwollhandschuh, der jetzt nach dem Dreh direkt postwendend in den Müll kann. Was natürlich auch nie fehlen darf, ist eine klassische Staubbürste. Bei mir hat die hier so ein schönes Gesicht. Die habe ich auch von ABC Nail Store, glaube ich. Kann ich euch auch verlinken. Ist ein bisschen breiter, deswegen mag ich die ganz gerne. Auch zum Tisch sauber machen ist mir die lieber. Und für die Nägel habe ich dann auch nochmal so ein kleines Nagelbürstchen. Fast vergessen hätte ich mein Tape. Das ist ultimativ wichtig. Warum tape ich? Ich tape mir meinen Zeigefinger und manchmal auch meinen Daumen. Und das mache ich deshalb, weil ich mir oft beim Feilen selber in die Nägel feile. Und wenn ich darunter ein Tape habe, dann habe ich das Problem nicht, dass ich mir selber die Kanten abfeile. Das heißt, meine Nägel bleiben schön und einen weiteren Grund hat das auch gar nicht. Also die Kunden fragen oft, oh Gott, hast du dir wehgetan? Nein, ich bin nur manchmal zu blöd zum Feilen. Jetzt kommen wir auch schon zu den Aufbaugelen und hier möchte ich euch als allererstes mein absolutes Must-Have für lange Nägel zeigen. Wenn ihr Kunden habt oder selber lange Nägel tragt, dann kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Guckt mal auf dieses Gel hier, das ist das Stay Strong von Sommernail. Ich kann euch mal vorne die Dose zeigen, die ist auch schon ein bisschen angesuckelt, entschuldigt bitte. Und das verwende ich wirklich für alles, was Überlänge angeht. Also eine lange Ballerina, Stiletto, Baby-Stilettos, eine lange Mandelform. Alles, was Überlänge hat, wird damit gearbeitet. Es gibt auch noch eine Refill-Version, die mag ich auch super gerne, ist aber gerade leer, muss ich nachbestellen. Die ist von der Viskosität her ein bisschen weicher, flüssiger, aber bei denen ist das Besondere, die sind wahnsinnig festviskos. Das heißt, ihr müsst super modellieren. Ist am Anfang vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das zieht sich nicht selber glatt. Aber ich verspreche euch, wenn ihr euch daran gewöhnt habt, es hält einfach bombenfest für Überlänge. Ihr könnt es natürlich auch auf kurzen Nägeln verwenden, würde sich jetzt aber für mich irgendwie nicht lohnen, weil da kann ich auch mit einem schönen Fiberglasgel arbeiten, das sich glättet und habe da ein bisschen weniger Feilarbeit dafür. Aber für alles, was ich in Überlänge arbeiten möchte, benutze ich das hier wahnsinnig gern. Dann mein geliebtes Bildernude. Das darf auch niemals fehlen und leer werden. Das ist ein Camouflage-Gel. Ich zeige euch mal ganz kurz den Ton. Das ist so ein schön cremig, peachiges und ist super deckend. Ich arbeite damit meinen Babyboomer oder schöne Naturnägel, also alles, womit ich das Nagelbett kaschieren möchte. Und der ist von der Konsistenz her auch relativ schön. Der glättet sich leicht, es läuft nicht in die Ränder. Ihr müsst aber auch ein bisschen modellieren. Also das ist tendenziell eher ein bisschen standfester. Was ich auch absolut liebe, ist das Silk Touch Rosé. Das ist im Prinzip auch ein Camouflage-Gel, aber mit dem Unterschied, dass darin kleine Glitzerpartikel sind. Das heißt, das schimmert ganz schön. Und ich zeige euch das auch mal ein bisschen näher. Und das sieht wirklich ganz, ganz toll aus auf dem Nagel verarbeitet. Habt ihr da einfach so ein bisschen einen Highlight-Effekt. Wenn ihr das noch mit einer schönen Nailart, vielleicht ein paar Schnörkeln oder Blümchen kombiniert, Hammer. Und das Silk Touch Rosé gibt es auch noch in Silk Touch Beige. Das ist dann vom Unterton etwas weniger warm und roséfarben. Dafür etwas mehr ins Beigeliche. Das sieht dann so aus.
Genau, also das ist auch einfach mit so einem schönen Schimmer und Glitzer mit drinnen, hat aber halt als Untergrundton einfach einen beigen Touch. Was ich euch auch auf jeden Fall nicht vorenthalten darf, ist das Rubber Base Gel von der Firma Jet Set Beauty. Ich habe das hier in der Farbe Natural, habe es aber auch noch in Clear und in PG. PG ist super stark pigmentiert, ist schon heftig, muss man mögen, aber das Natural zum Beispiel verwende ich als Haftgel super gerne unter eigentlich fast allen Modellagen, wo ich wirklich ein Haftgel benötige. Und wer mir auf Instagram folgt, der weiß, ich benutze seltenst Haftgel. Warum genau, werde ich auch mal noch ein Video dazu machen oder ein Live-Q&A auf meinem Instagram-Kanal, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das werde ich euch mal alles noch erläutern. Ja, das Rubber Base Clear ist bombastisch zum Steinchen kleben. Ich liebe es. Die halten wirklich, wirklich gut. Also ich hatte nie etwas Besseres und habe da auch schon wirklich viel ausprobiert. Damit mache ich zum Beispiel auch einen kleinen Mini-Aufbau, eine Naturnagelverstärkung zum Beispiel. Das geht auch gut mit dem Peachy, natürlich auch mit dem Clear. Und dafür verwende ich die. Also nochmal zusammengefasst, eine kleine Naturnagelverstärkung arbeite ich damit sehr gern. Ich benutze es als Haftgel. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Haftgel. Ich habe kaum Liftings bei meinen absoluten Problemkunden damit. Also ich kann es euch wirklich ans Herz legen und einmal benutze ich das Clear dann noch zum Steinchen kleben. So viel zum Rubber Base. Bei den Versieglern möchte ich euch gerne diese drei hier zeigen. Das sind meine absoluten Lieblinge von der Firma Pretty Nail Shop, alle drei. Die gehören zur Lavini-Serie und diese hier meine ich zur Lavini Pro-Serie. Ich verlinke es euch aber alles. Also das hier ist einfach ein Versiegelungsgel ohne Schwitzschicht. Das glänzt mega schön. Die Besonderheit daran ist, dass sich Kratzer selbst glätten. Das heißt, es ist so leicht regenerierend. Wenn ihr jetzt da leichte Kratzer reinkriegt, dann gehen die selber wieder raus. Und das ist das Coole an dem. Es funktioniert. Meine Kunden kommen zurück und haben deutlich, deutlich weniger Kratzer als bei einem anderen Hochglanzversiegler, den ich jahrelang im Studio verwendet habe. Also der hier ist wesentlich kratzerresistenter. Das gleiche trifft auch auf die Rosé-Version zu. Es ist dasselbe Glanzgel, nur in einem Milky Rosé. Ich zeige euch auch mal ganz kurz, wie das aussieht. Das verwende ich wahnsinnig gerne über einem Babyboomer. So sieht das Ganze aus. Ah, das ist schon fast leer. Also das ist so ein schöner Rosé-Ton. Und das könnt ihr auch natürlich über jeder Nude-Modellage verwenden, über jedem Babyboomer, jedes French pimpe ich damit gerne auf. Und das ist genauso schön kratzerresistent. Es ist auch richtig schön glänzend und ich habe deutlich, deutlich teurere Versiegler getestet und jahrelang im Studio benutzt und dachte, oh, das wäre das Nonplusultra. Ich kann euch ans Herz legen, versucht die. Ich benutze nur noch die im Studio. Genauso wie das Quick Versiegelungsgel Matt, das ist eben auch von Lavini und das ist ein Matt-Versiegler. Ich mag den sehr gerne, weil der einen sehr angenehmen matten Look macht. Das ist so ein bisschen samtiger, nicht so hart und er hält das Matt-Ergebnis vor allem über Wochen. Ich habe euch auch mal was damit gearbeitet. So sieht er aus. Also im Vergleich direkt zu dem glänzenden Streifen in der Mitte seht ihr sehr schön, dass der wirklich ein tolles Matt-Ergebnis zaubert. Für den Bereich Nail Art, bitte seht es mir nach, wie dieser Stift hier aussieht, der ist wirklich fast täglich in Gebrauch, habe ich diesen Strasspicker hier entdeckt. Den würde ich nie wieder hergeben, absolutes Must-Have auch. Ihr nehmt damit einfach ein Steinchen auf und der hält euch das fest. Und ihr kennt ja sicherlich auch diese Silikonpicker. Ich mag die überhaupt nicht, weil die bei mir nicht funktionieren. Also ich weiß nicht, wie die funktionieren sollen, die halten mir die Steinchen nicht. Der hier schon. Also den mag ich wirklich gerne zum Strasssteinchen setzen. Was ich euch auch noch empfehlen kann, was jetzt mehr in den Bereich Naturnagelvorbereitung fallen würde, ist das Line-Out. Oh Gott, bitte fragt mich nicht von welcher Firma. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, es war von Nailmax. Ja, es ist von Nailmax. Ich weiß nicht, ob es das noch in Deutschland gibt. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal den Shop, den ich aus den USA dazu finde. Nailmax ist
eigentlich echt eine gute Firma. Die sind nur leider in Deutschland, die sind nicht mehr auf dem Markt, die gibt es nicht mehr. Es gibt aber noch den amerikanischen Shop und wenn ihr wirklich möchtet, dann könnt ihr das gerne da bestellen. Was ist Lineout? Lineout ist ein Filler für Liftings. Das heißt, wenn ihr jetzt, ich verwende das nicht oft, das ist, oh Gott, ich glaube, ich habe die Flasche seit 3 Jahren. Wenn ihr jetzt eine Kundin habt, die zum Beispiel sehr angegriffene, kaputte, empfindliche Nägel hat, weil sie kommt vielleicht als erstes zu euch und war vorher woanders, hat jetzt echt angegriffene Nägel und ihr könnt kaum die Liftings rausfeilen, weil sie einfach unangenehm ist, dann benutze ich gerne in solchen Fällen das Lineout. Das ist im Prinzip dafür da, um ganz, ganz feine Liftings aufzufüllen. Versteht mich nicht falsch, ihr könnt damit jetzt nicht ein riesiges Lifting einfach auffüllen und drüber arbeiten. Aber wenn ihr noch so kleine, kleine Liftings habt, dann könnt ihr das damit glätten und drüber arbeiten. Funktioniert super. Und jetzt möchte ich euch noch zwei meiner liebsten Pinsel vorstellen. Einmal möchte ich euch den Perfect Hair Sculpting Nummer 5 zeigen. Das ist auch ein Pinsel von ABC Nail Store. Der hat so eine katzenzungenartige Form und ich benutze den zum Farbgel auftragen. Einer meiner absoluten Lieblingspinsel. Für die Farbe benutze ich eigentlich keinen anderen. Die Spannkraft ist super von den Haaren, sie ziehen keine Schlieren und ich liebe den Pinsel heiß und innig. Ich habe übrigens als kleinen Tipp meine Pinsel in Farbkategorien eingeteilt, also Rot, Glitzer und Hell. Und einen habe ich für Schwarz. Und das mache ich, weil ich finde, wenn ich jetzt mit einem roten Pinsel Nude arbeite, dann habe ich erstmal einen Mordsgezeder, das Rot da wieder rauszukriegen. Deswegen als kleinen Tipp, kauft euch 3 oder 4 Pinsel und benutzt die dann wirklich nur für die jeweiligen Farbkategorien. Und diesen Pinsel hier sollte auch jeder kennen, der mir auf Instagram folgt. Das ist ein Nail Art Pinsel von Lini Nails. Der sieht folgendermaßen aus. Der hat so eine ganz feine Spitze, ist also ein sehr feiner Nail Art Pinsel. Ich male mit dem Schnörkel Linien und jegliche feine Nail Art. Den habe ich nämlich bei meinem letzten Gewinnspiel verlost und ich habe auch ein Schnörkelvideo gemacht. Das könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Da zeige ich euch, wie ich Schnörkel male. Und dafür verwende ich eben auch diesen Pinsel. Ja, meine Lieben, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht konntet ihr euch mit den ein oder anderen Produkten ein bisschen inspirieren. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt hier noch 2 weitere Videos von mir gucken. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und wir sehen uns spätestens beim nächsten Video. Bis dann, ciao!